Das ist der Unkas. Der ist noch zu haben. Die Ronja. Harlekin mit rosa Bändchen ist auch noch zu haben. Nein, du nicht und auch nicht. Du schon gleich gar nicht, Piper. Das ist der Upsi, der ist auch noch zu haben. Unkas und Upsi nebeneinander, weiß-blau und weiß-grün. Da haben sich zwei vom Acker gemacht. Oh, da wird Häufchen gemacht. Super. Toller Pepe. Und dann Schlitten fahren, ja? Den habe ich vor ein paar Tagen erst Popo und Gesichtchen ausgeschnitten. Und der Popo juckt noch so ein bisschen, jetzt mit den kurzen Haaren dran. Und da fahren sie ganz gerne mal ein bisschen Schlitten. Hier irgendwo muss ein kleines schwarzes Mädchen sein mit rot-weißem Bändchen. Das wäre die Urmel, die ist nämlich auch noch zu haben. Ich finde sie im Moment aber nicht. Da ist rot, da ist rot-weiß, da ist sie. Das ist die Urmel. Genau du. Die da, die ist es. Die ist auch noch zu haben. Und dann müsste noch irgendwo einer mit weiß-lila Bändchen sein. Auch ein kleiner, fast schwarzer. Der wäre auch noch frei, der Usain. Auch nicht. Da sitzt er doch. Piper, nimm mal deinen Hintern aus dem Weg. Da ist er, Usain. Dem ist kalt. So, heute ist aber schon deutlich mehr Bewegung in der Truppe. Wie so ein Vogelschwarm. Die verändern auch dauernd ihre Konstellation, ihre Zusammensetzung, ihre Formation. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ihre Formation. Samba natürlich wieder. Große Schritte in die weite Welt. Und einen habe ich noch nicht gesagt, der noch zu haben ist. Das ist unser kleiner Paco. Der kann bei Mama nicht trinken, deswegen ist er sehr viel kleiner wie seine Geschwister. Ist auch von der Entwicklung her etwas zurück. Aber er ist fit und gesund, er läuft, er kackt. Alles, was sein muss, funktioniert. Aber natürlich muss man ein bisschen Erfahrung mitbringen für so ein kleines Kerlchen und viel Geduld. Und man muss sich im Klaren sein, so einen Kleinen zu erziehen. Das ist nicht jedermanns Sache, weil man sich doch sehr hart tut, zu so einem süßen Kleinen Nein zu sagen. Und das nutzen die dann aus. So, jetzt sitzen alle drei oder drei von den zu verkaufenden hier nebeneinander. Unkas, Paco und Usain.
Ja, wo bist denn du schon wieder hingerannt? Es kann sein, dass diese kleine Maus bei uns bleibt. Wenn nicht, dann wünsche ich der neuen Besitzerin gutes Durchhaltevermögen beim Hinterherlaufen. Das ist unsere Phoebe, sie ist die Mama von den kleinen Schwarzen. Wie man gesehen hat, da trinkt jeder, der sie erwischt. Das ist unsere kleine Sapsi, die könnte auch bei uns bleiben. Und das ist die kleine Stupsi, die gar nicht glücklich ist, hier draußen zu sein. Die könnte auch bei uns bleiben. Jetzt ist die Invasion perfekt. Wer war der Erste? Du willst in die Gießkanne reinkriechen? So, die ist schon wieder unterwegs. Ich frage mich, wie die so gut genährt sein kann. Bei dem Tempo, mit dem die weite Strecken zurücliegt. Energie naushaut ohne Ende. Die muss für viel Welpen futtern, damit die so gut beieinander ist. Müsste eigentlich komplett abgemagert sein. So, und schon wird aus einem Aprikowelpen ein roter. Tschüss, ihr zwei.